Heute bin ich ganz minimalistisch unterwegs. Ich werde heute in diesen kleinen Schlafsack schlafen. Ohne alles, sondern nur in diesen Schlafsack. Auf dem bloßen Waldboden. Und guck mal, hier ist alles voll Laub. Also auf das da, auf genau so einen Waldboden werde ich schlafen. Da, wo ganz viel Laub und so weiter da ist. Und ich habe außer diesen Schlafsack sonst nichts anderes dabei. Also keine Tarp, kein Isomatte, kein Kochset, kein gar nichts. Sondern nur das hier. Und eigentlich ist das hier nur eine Backup-Lösung, weil eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Und zwar der Bo hat mir dieses Paket hier zugesendet. Viele Grüße gehen raus. Und ich weiß, dass hier eine 24-Stunden-Challenge drin ist. Und die wollte ich eigentlich heute machen, aber die kann ich heute doch leider nicht machen. Weil guck mal, wir haben jetzt gerade hier 17 Uhr. Und wir müssen morgen Vormittag schon wieder zurückfahren, weil morgen Vormittag der letzte Bus kommt. Das ist voll scheiße. Deswegen schaffen wir die 24-Stunden-Challenge nicht. Deswegen muss ich das zu einem anderen Zeitpunkt machen. Und mein Bruder ist auch dabei. Er wird heute was anderes machen. Ja, ich weiß aber auch nicht so richtig was, weil ich wollte ein Shelter bauen, aber wir haben halt nicht so viel Zeit, wie er schon gesagt hat. Und mit diesen kleinen Spaten wird das auch nicht so wirklich das Heilmittel sein. Ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch einfach so wie er und penne einfach im Wald mit nichts. Und hier sind überall ganz viele Scheißmücken. Die zerstechen uns hier die ganze Zeit. Das ist auch das nächste. Ich komme gar nicht voran. Ich bin schon am Bauen, aber die stechen einen so kaputt. Diese Mücken nerven sowas von. Ich komme nicht voran. Es macht keinen Spaß, so zu graben. Die Mücken müssen weg. Bevor es gleich mit dem Video weitergeht, möchte ich euch mitteilen, dass ich am 2.6. Geburtstag haben werde. Ich werde 32 Jahre alt. Und das beste Geburtstagsgeschenk, den ihr mir geben könnt, wäre es, mich nicht nur zu supporten, sondern meinen Kanal und besonders meine Videos an Freunden, Familien und allen möglichen Social Media Plattformen zu teilen, damit meine Reichweite schneller steigt. Keine Ahnung, macht zum Beispiel eine Instagram Story oder einen öffentlichen Post auf Twitter, Threads, Facebook, Forum oder sonst wo. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mir hier unter dieser E-Mail-Adresse den Link eures öffentlichen Posts versenden und ich werde euch im Geburtstagsvlog, der wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt online kommen, begrüßen bzw. als Dankeschön erwähnen, sofern erwünscht. Das wollte ich einmal ganz kurz mitgeteilt haben. Weiter geht's mit dem eigentlichen Video. Guck mal, hier ist die Kette aus. Ist die fett? Ja. Der Proteine. Ja, die ist viel zu klein. Die in Sizilien waren hatten viel mehr Fett dran. Die waren doppelt so dick. Oder dreimal sogar. Hast du die genascht? Nee, die haben gestunken. Ich habe da gewürgt, als ich da war. Die haben da Scheiße gegessen gerade. Also die ganzen Mücken, die ganze Scheißkopf. Hier, guck mal, die ganze Glatze, die juckt, die kratzt rum. Das ist voll Scheiße. Nur weil die ganzen Mücken hier rumstechen. Das ist voll Scheiße. Das juckt. Und genau aus zeitlichen Gründen werde ich das zu einem anderen Zeitpunkt machen. Und das hier, das hätte ich sonst, also wenn ich das hier gemacht hätte, das habe ich nur als Backup dabei, dann hätte ich das verplombt in meinen Packsack und Kabelbinder, genau. Das hätte ich dann so verplombt. Und dann hätte ich nur das hier gemacht. Plus die Anforderung, ich glaube 1,5 Liter Wasserflasche und so ein Messer war dabei. Also konnte ich doch mitnehmen. Aber genau, und ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Und mit diesen Inhalten sollte ich pennen. Aber wegen diesen beschissenen Zeitgründen schlafe ich heute hier drin. Und weil die Mücken so richtig auf den Sack gehen. Das wäre richtig die Hölle, hier in diesem Wald ohne Schlafsack zu schlafen. Wo hier diese ganzen Scheißmücken da sind. Die Mücken, die sind furchtbar. Die müssen weg. Die Mücken müssen weg. Sie zerstechen uns. Das ist voll scheiße. Bei den ganzen Beinen und mein Kopf juckt total. Das ist voll scheiße. Das ist richtig nervig, da hier. Das ist richtig nervig, hier zu sein. Guck mal, hier ist eine kleine Wildschweinspur. Hier vorne ist noch eine Wildschweinspur. Hier vorne ist auch noch eine Wildschweinspur. Und hier auch. Das heißt, wir sind nicht nur im Mückengebiet, sondern auch im Wildschweingebiet. Ich bin sehr gespannt drauf, ob die uns heute aufessen. Diese Wildschweine. Vielleicht kommen die vorbei, wenn ich diese Wildschweingeräusche selber mache heute Nacht. So direkt mitten im Schlaf. Das wäre voll cool, das wäre voll interessant. Ich hoffe dann, dass ich die Kamera schnell genug gezückt bekomme. Ich möchte sowas filmen. Ich werde vielleicht ein Tarp-Shelter bauen. Nicht so spektakulär, aber besser als nichts. Ist da ein Auto? Das Regen, ne? Nein! Oh Scheiße, es fängt an zu regnen. Es kommen wenige Tropfen durch, aber es regnet auf jeden Fall draus. Das ist voll scheiße, das hört man. Es kam aus dem Nichts, es wurde auf einmal ganz, ganz laut und dann. Ich dachte erst, es wäre ein Auto, aber Regen. Ne? Ich muss hier aber weitermachen, ich bin fertig. Ich bin ein Kakerlakengesicht. Ich habe keine Regenjacke dabei, ich bin so gekommen und so. Kann ich, also, ja,
Genau so, oder? Genau so ist es. Ja. Habe ich doch gut erklärt, oder? Ja. Ja, siehst du? Ihr habt auch gesehen. So. Und deswegen schwierig jetzt. Der Regen wird stärker. Und jetzt fängt es richtig stark an zu regnen. Und ich habe hier keine Regenjacke dabei. Ich habe keine Jacke überhaupt dabei. Ich habe so eine... Voll scheiße, der Regen muss weg. Alter! Wir wollten ja eigentlich einen Shelter bauen, aber jetzt wird das wohl nicht mehr. Es wird doch aber ganz stark. Ich bin gerade dabei, den ersten Stock hier zu weg zu hacken. Mein Bruder wollte ein Shelter-Tutorial machen. Und jetzt regt er sich auf. Boah, das fängt jetzt gerade richtig an. Das ist voll scheiße. Dieser Baum, der schützt so ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen. Das ist voll scheiße. Das regt mich hier die ganze Zeit voll rein. Die ganzen Sachen würden nass. Das ist voll scheiße. Katastrophe. Wir wussten gar nicht, dass es heute regnet. Nein. Bitte nicht, nein. Oh, scheiße, die ganzen Sachen sind nass. Nein. Wir bauen deinen Tarp auf, oder? Ja, bau meinen Tarp auf jeden Fall, ja, sofort. Aber sowas kann spontan auch mal passieren. Das Video wird jetzt in eine ganz andere Richtung gehen, als es eigentlich sollte, weil was ganz anderes geplant war. Aber das müssen wir jetzt abbrechen. Hier ist das Tarp. So, das Tarp steht. Ich habe es aufgebaut. Das ist das Tarp von meinem Bruder. Und genau, wir flüchten jetzt hier rein in den ganzen Regen. Und dieser Boden ist so ein bisschen angefeuchtet. Das heißt, ich werde auf dem feuchten Boden. Das heißt, ich werde auf den feuchten Boden schlafen, weil ich habe nichts zum Unterlegen dabei. Keine Isomatte, kein gar nichts. Das ist Feuchtigkeitstest. Ja, alles anders gekommen, als wir es erwartet haben. Wir hatten beide was ganz anderes vorgehabt. Ja, ich wollte erst einen Steve-Shelter bauen. Dann hatten wir die Zeit nicht mehr dafür, weil wir so lange nach dem perfekten Wald gesucht haben. Dann wollte ich einen Tarp-Shelter bauen. Auch das ging nicht mehr, weil jetzt es geregnet hat und ja. Jetzt ist alles anders gekommen halt, ne? Und ich wollte 24 Stunden lang mit den Inhalten des Zuschauerpakets überleben. Ja, können wir auch nicht mehr schaffen. Das ist so ärgerlich, ne? Jetzt, ja, werden wir hier von Mücken zerstochen. Der Regen ist voll scheiße. Sonst hätte ich nicht unter deinem Tarp gepennt. Wenn wir jetzt gerade nicht regnen würden. Glück auch, dass ich dabei hatte. Ja, wenn das jetzt gerade nicht regnen würde, würde ich nicht in deinem Tarp schlafen heute. Wir chillen hier so ein bisschen im Tarp rum und die ganzen Mücken, die nerven total. Die stechen die ganze Zeit. Aber seit den Regentropfen ist ein bisschen weniger geworden von der Mückenzerstechung. Von diesen ganzen Mückenangriffen. Die greifen uns total an, das ist voll scheiße. Und die Tiefstemperaturen, die sollen heute 10 bis 12 Grad betragen. Ja, genau. Und dieser Schlafsack ist im Komfortbereich von 17 Grad. Ich bin sehr gespannt auf die Nacht später. Aber so ein paar Stunden haben wir noch. Wir chillen hier nur ein bisschen rum. Aber später pennen wir hier. Prüfen, ob wir von Wildschwein aufgegessen werden. Ich werde sehr gespannt sein. Auf jeden Fall laufen hier ganz viele Scheißmücken und Viecher und so. Die krabbeln hier rum. Aber ich habe keine Nacktschnecken gesehen. Und das ist gut. Und das ist voll scheiße, dass wir hier überhaupt gar keinen Empfang haben. Das ist voll langweilig. Man kann hier nichts anmachen. Wir chillen hier einfach bis morgen hier rum und Gutes. Das ist wieder so ein Mikrobenabenteuer, aber ohne Isomatte. Nur auf den befeuchteten Laubboden hier. Also das hier unten, das ist ein Pullover von mir. Aber genau, so pendel ich heute hier. Genau so. Komplett ohne Isomatte. Genauso wie ich das in einem Lost Place gemacht habe. So, und du willst jetzt gerade eine EPA machen? Ja, und das mit dieser Tasse. Weil ich kein Spiritusbehälter habe. Das ist voll scheiße. Du hast ihn zu Hause vergessen. Jetzt buddelst du dir diese Tasse da ein und packst diese Stöcke da hinten oben, diesen Topf zu halten. Genau. So dann. Prüfen, ob es umkippen wird. Ich sitze hier so scheiße. Ich muss hier so über diese EPA mich rüberbeugen und das so machen. Ich räume das hier erstmal gleich alles weg. Genau so muss das sein. Jawohl, das sieht gut aus. Das scheint zu funktionieren. Sehr gut. Ist jetzt ein bisschen Wasser drin und diese EPA-Dose. Das wird jetzt gekocht. Ja, und den Rest, den werden wir dann trinken als Tee. Aus dem EPA-Pack. Auf jeden Fall. Das hört sich gut an. Ich hoffe nur, dass diese Stöcker jetzt nicht ankokeln. Also ankokeln tun sie zwar schon, aber dass sie nicht wegbrennen. Ja. Aber die sollten noch so ein bisschen feucht sein, deswegen sollte es eigentlich nicht passieren. Und wir haben ja ein Auge dafür. Macht es trotzdem anders wie wir. Also wir sind ja jetzt vielleicht nicht das Vorbild. Wir müssen aber spontan sein. Wenn das jetzt nicht so gekommen wäre, wie es jetzt gekommen wäre,
dann würden wir das jetzt nicht essen. Ja. Also ich zumindest nicht. Ja. Dann wäre da Zuschauerpaket dran und nicht das hier. Und ich müsste dann die ganze Zeit hungern, glaube ich, falls da nichts zu essen drin wäre. Und Bäume essen und sowas. Hier diese Blatt Papiere und so. Aber ich glaube, das Wasser kocht. Das sieht richtig gut aus. Oh ja, das kocht und wir werden ja voll dampft. Richtig geil. Es ist alles beschlagen. Richtig verdammt geil. Es funktioniert. Also mit so einer Tasse zu kochen, funktioniert. Das funktioniert. Das ist richtig geil. Und die Stöcker, die kokeln nur so ein bisschen, aber die brennen nicht. Die sind ja noch ein bisschen feucht. Ich bin aber sehr gespannt, wie die Tasse dann aussieht, wie schwarz sie dann sein wird. Ja, ich auch. Ob man daraus noch trinken kann. Ja, aber es ist gleich fertig schon mal. Das hört sich gut an. Das ist wirklich geil, ja. Spontan muss man sein, ja. So, die dürften fertig sein. Die Stöcker kokeln nur ein bisschen, aber die brennen nicht. Da werden wir gleich noch Tee von machen, von diesem Wasser. Jetzt müssen wir erstmal diese Chwatchi da rausholen. Die wird sehr heiß sein, diese Eberschale. Wie gesagt, Wasser muss drin bleiben. So. Die Eber ist fertig. Ein Beutel. Aber besser als nichts. Nur ein Beutel Schwarztee? Wieso für zwei Tassen? Das ist voll wenig. Ja, tatsächlich. Yeah. Aber morgen früh können wir Kaffee machen. Da habe ich noch zwei Pakete. Das hört sich gut an. So sieht diese Epa-Dose Inhalt aus. Das sollte Chivapchichi oder sowas drin sein. Mit Reis und diese Stückchen. Genau, Stückchen. Und das teilen wir uns jetzt auf. Und ich finde es lecker. Schmeckt richtig gut. Kann man richtig gut essen. Voll lecker. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das ist einer der besten Epa-Dosen, die ich jemals gegessen habe. So, Schwarztee ist fertig. Ich werde es einmal probieren. Boah, das schmeckt richtig gut. Ja? Mhm. Okay. Der ist richtig gut. Vielleicht noch eine Minute länger ziehen und dann ist es perfekt durch, aber es ist eigentlich schon durch. Ja, Spiritus war schon runtergebrannt, also der verzünde ich jetzt nicht nochmal neu an. Oh nee, ist echt gut. Eigentlich trinke ich ja Schwarztee mit Milch, so, da bin ich so dieser englische Typ. Da bin ich so wie ein Engländer, aber das schmeckt doch so super. Der ist wirklich herrlich, muss ich sagen. Du hast gerade eben hier aus diesem Müllsack ein Kopfkissen gemacht. Ja, ich habe da Laubblätter reingemacht und Erde und jetzt ist das mein Kopfkissen. Richtig geil. Das ist Survival. Dafür sind Müllsäcke geeignet. Ja. Also nur dafür wurde das gebaut. Ja, und für Schlafsäcke. Ja, genau. Für nichts anderes. Ja. Schade, dass ich keine Müllsäcke dabei habe. Ja, das ist eine Katastrophe. Dieses Mal bist du dran mit Müllsäcke dabei haben. Ja, ist ein neuer Trend bei mir auch geworden. Also ich habe das jetzt häufiger dabei. Die sind echt geil, die Tüten. So, mein Bruder hat Pufflicht angemacht. Das bestrahlt uns jetzt rot. Das ist voll geil. Tarnlicht, deswegen habe ich es angemacht. Und weil es halt so Nachtstimmung ist. Und hier diese Mücken, weil die drauf, das nervt. Die Mücken, die nerven richtig. Die haben uns am stärksten belästigt. Ja, auf jeden Fall. Die waren richtig nervig. Die Mücken müssen weg. Guten Morgen, wir sind wach und die ganze Nacht über hat uns die ganzen Mücken zerstochen. Das war voll scheiße gewesen. Die Mücken, die waren richtig genervt und wir waren auch richtig nervig. Die haben uns zerstochen. Die haben uns diese Hügel auf die Haut verursacht. Sowohl auf die Beine, auf die Arme und auf den Kopf. Das ist voll scheiße. Das merkt man voll und das juckt. Und es hat über Nacht vielleicht so ein paar Mal getropft, aber mir auch nicht. Also nur ein leichter Feuchtwetter war heute Nacht gewesen. Das heißt, der Laub war feucht, aber dieser Schlafsack ist gut feuchtigkeitsabweisend. Das ist gut.
Deswegen war ich nicht nass. Es ist richtig gut. Guten Morgen. Es ist schon 11.03 Uhr. Jetzt wird Koffein hergestellt. Aus einer, wie heißt das Ding? Bundeswehr-EPA-Set. Ja, genau. So, es blubbert genauso wie die Gehirnzellen in meinem Kopf. Das heißt, der Kaffee ist gleich fertig. Es ist richtig geil. Aber bevor wir den Kaffee trinken, ist mir wieder eine beschissene Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, es gibt wieder Zecken-Content. Hier vorne ist eine Zecke. Die muss entfernt werden. Zwar, wie schon mal gesagt, nicht drehen, sondern ziehen. Jawohl, die ist draußen. Und hier vorne, dieser kleine Punkt hier vorne, das ist auch eine Zecke. Die muss auch entfernt werden. Jawohl, die ist auch ab. Ich werde mich einmal kurz nach weiteren Zecken kontrollieren. Ich habe mich gerade grob kontrolliert und ich habe keine weiteren Zecken gefunden. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob ich Borreliose und FMSE aus meinem Kopf rausspritzen kann. Also aus meinen Augen und aus meinen Ohren und Nase und Mund und After, genau. Ich bin richtig gespannt darauf, wann das passieren wird, damit ich andere Menschen ärgern kann. Und verseuchen und sowas. Aber schade, dass ich nicht noch mehr Zecken gefunden habe. Weil auf TikTok gehen meine Zecken-Videos immer voll viral, die meisten. Deswegen, ich brauche noch viel mehr Zecken auf jeden Fall. Ich brauche noch viel mehr Zecken. Die müssen zu mir kommen. Die müssen unbedingt herkommen. Die müssen mich fressen und so weiter. Extra, damit ich für euch schon noch viel mehr Zecken-Content habe. Da muss noch viel mehr davon kommen. Die müssen herkommen. Die Zecken. Aber Zecken sind voll scheiße. Ich mag die nicht. Die müssen weg. Die können diese ganzen verseuchten Krankheiten verursachen. Das ist das gefährlichste Tier in Deutschland. So, ich habe die Zecken rausgemacht. Ich habe keine weiteren gefunden. Das habe ich gerade schon mal gesagt, glaube ich. Und genau, guck mal hier. Der Kaffee ist fertig. Ja, ich finde ein bisschen leicht. Aber geht auf jeden Fall in eine leckere Richtung. Das ist voll geil. Jawohl. Ich würde sagen, 7 von 10 oder 8 von 10. Würde ich auch so sagen. Aber die Mücken, die sind weiterhin am Start. Die Mücken müssen weg. Die sind voll scheiße. Die haben uns die ganze Zeit genervt. Gestern und so und heute. Die sind die ganze Nacht lang durchgehend. Die haben die ganze Zeit gestochen und hier diese Piepgeräusche gemacht. Und wir müssen auch so langsam weg, nämlich zum Bus. Wir müssen uns beeilen. Ja, genau. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt gelaufen wir zum Bus. Aus diesem Mückenzerstechungswald raus. Meine ganze Kopfhaut, die juckt total. Die ist voll scheiße. Meine Beine und Arme auch. Das ist voll scheiße. Das war ein richtiger beschissener Schlafplatz gewesen heute. Wieder mal. Es müssen unbedingt noch viel mehr beschissenere Schlafplätze gefunden werden und verpennt werden. Genau. Mit ganz viel Belastung und sowas. Das wird alles dokumentiert. Wieso, warum fokussiert er mich? Hier folgen, hier, bleib da einfach bei mir stehen. Geil. Buche kann man essen. Und guck mal hier. Es regnet, das ist voll scheiße. Das fängt an zu regnen. Das heißt, wir werden das auf dem Weg zur Bushaltestelle. Das ist voll scheiße. Der Regen muss weg. Guckt euch mal diesen ganzen Scheißregen hier vorne an. Der uns hier nass macht. Der Regen nervt. Der macht uns nass. Es tropft. Das ist voll scheiße. Wir werden nass zu Hause ankommen. So, wir sind eben gerade zu dieser Bushaltestelle angekommen, aber wir wussten nicht, dass heute überhaupt gar kein Bus fährt. Und dass Google uns hierher geschickt hat, und zwar zu dieser Museumsbahn hier, wo wir drin sitzen. Genau. Das ist eine, wie heißt das Ding? So eine ganz, ganz alte Diesel-Lok, wo wir drin fahren. Das hat uns 10 Euro gekostet. Egal, fahren wir damit. Und zwar, wir fahren genau diese Strecke durch, wo ich diese
Durchschlageübung gemacht habe, wo ich im Müllsack geschlafen habe. Genau. Bei Gewitter. Genau diese Route fahren wir durch. Aber wir sitzen jetzt gerade nicht in derselben Dampflokke, sondern in so einer anderen voll alt Diesellok. Und diese ganzen Sitze hier vorne, die sind alle viel bequemer, die sind viel angenehmer. Die sind voll fett und lederig. Und hier sind Blumsklos, die, wo man direkt die Gleise sieht. Schade, dass es heutzutage so Toiletten nicht mehr gibt, weil sonst würde das die ganzen defekten Toiletten verhindern. Hier sind sogar Fenster, die man öffnen kann. Das gibt es auch schon seit sehr langer Zeit nicht mehr Zügen. Das ist voll geil. Eine Katastrophe, dass es nicht mehr gibt. Das sollte immer noch so sein. Damit man andere Menschen nerven kann. Wie das Wind auf den Kopf drauf pustet. Guck mal, man kann hier sogar komplett hier rausgehen. Das ist voll cool. So, wir sind angekommen. Jawohl, das ist ein anderer Waggon mit hier Holzsitze. Genau. Wir steigen jetzt aus. So, das hier, das ist diese Diesellok, wo wir gefahren sind. Genau, mit sowas hier. Ja, genau. Das ist diese Diesellok, wo wir gefahren sind. Die ist voll alt. Die ist richtig veraltet. Die war zwar langsam, aber die war schneller als mein Kopf. Hier war ich mit meinem Bruder in Italien gewesen. Und es ist zu wild, was hier in dieser Videoserie alles passiert ist. Es ist somit Pflicht, das hier auch anzuschauen.